Ja, echt schon wieder Montag. Naja, die Zeit vergeht schnell. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Es ist wieder Montag, es ist 19 Uhr und das heißt wieder Wochenupdate. Ja, ein paar Sachen sind die Woche ja bei mir eingetroffen, wie ihr hier seht. Und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an im Studio. Bis gleich. Ja, und dann fangen wir jetzt gleich mal an. So, als erstes die Woche bei mir angekommen sind zwei Wrestling-Blu-rays, also zwei Dokus. Ich zeige euch jetzt jede einzeln erstmal. Und zwar hier For All Mankind, Life and Career of Mick Foley, also eine Mick Foley-Dokumentation. Die habe ich jetzt auch schon geschaut, also nur den Dokumentationsteil. Ein paar Matches, noch nicht alle, weil da lasse ich mir mal ein bisschen Zeit mit den Matches. Also da sind auf jeden Fall ungefähr 2 Stunden Dokumentation drauf und ganz, ganz viele Matches von Mick Foley aus seiner Karriere. Und die Doku ist wirklich richtig geil. Zwar mit deutschen Untertiteln nur und in Englisch, aber auf jeden Fall geil. Ja, hier die Vorderseite, dann hier die Rückseite mit den ganzen Informationen und ein paar Bildern. Und unten steht dann die Gesamtlaufzeit von 8 Stunden und 33 Minuten. Aber das ist jetzt die Laufzeit mit allen Matches und allen Bonus und so weiter. Aber ist schon eine Hausnummer. So, wenn wir das Ganze aufklappen, sieht das denn so aus. Dann haben wir hier einmal ein Smiley mit Mankind-Maske und hier nochmal ein Smiley mit Foleys Hemdoptik. Und hier drinnen unter dem Disc stehen dann die ganzen Sachen, die da drauf sind. Ich weiß nicht, ob man das richtig erkennen kann, aber ich halte es mal rein. So ein bisschen auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall wirklich eine Menge drauf. Also macht richtig Spaß zu gucken und die Doku ist wirklich geil. Das war Nummer 1, Wrestling-Doku von Mick Foley. Dann habe ich mir noch hier The Kingdom Comes, 2 Blu-ray-Set von Triple H. Ist das eine Doku? Die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber ich denke mal, die ist genauso aufgebaut wie die Mick Foley-Doku. Erst Doku-Teil und dann Matches. Aber genau weiß ich es halt nicht. Hier hinten steht wieder ein bisschen was drauf. So, wenn wir das Ganze aufklappen, sieht das denn hier so aus. Hier Disc 1, hier Disc 2. Und da steht dann alles so drauf. Da steht auch hier Biografie, The Game, Jugendzeit, WCW, Hunter Hearst Helmsley und so weiter. Also Biografie wird, denke ich mal, die Doku sein und dann die ganzen Matches. Hinten noch ein paar Geschichten und Blu-ray-Exklusiv-Features. Ja, wird, denke ich mal, genauso aufgebaut sein wie die Mick Foley-Doku. Haben wir auch 2 Discs vollgepackt mit einer Gesamtlaufzeit von 8 Stunden und 38 Minuten. Ja, auf jeden Fall geil. So, dann kommen wir zu einer Blu-ray, die ich noch gar nicht aufgemacht habe, wie ich sehe. Die habe ich mir letztens im wo waren das? Medimax gekauft für 4,99. Ich wusste gar nicht, dass es den Prinz von Zamunda auf Blu-ray gibt. Ich bin jetzt auch gar nicht vorbereitet. Ich wusste gar nicht, dass hier noch eine verschweißte Blu-ray ist. Hoffentlich kriegt die hier so auf. Ja, da habe ich sie schon auf. Ja, ich habe immer gedacht, den gibt es nur auf DVD. Und der lag der da auf Blu-ray. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich den für 4,99 einfach mal mitgenommen. Er sträubt sich auf jeden Fall ein bisschen. Na komm. So, jetzt ist er aber offen. So, dann haben wir hier die Vorderseite mit Eddie Murphy, der Prinz von aus Zamunda. Der heißt der Prinz aus Zamunda. Ich habe immer gedacht, der heißt der Prinz von Zamunda. Dann hier die Rückseite mit den ERN-Code und den Filminformationen. Mal gucken, ob wir ein Wendecover haben. Oha, wir haben sogar ein Wendecover. Aber so sieht denn der Gesamteindruck aus. Ich kann ja mal das Cover wenden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, da ist kein Wendecover mit dabei. Welche Firma ist das? Paramount. Na gut, bei Paramount ist öfter mal ein Wendecover dabei. Ja. Der Prinz von Zamunda für 4,99 und das war ja neu, wie ihr gesehen habt. Hier dann noch die Disc. Und so sieht dann das Wendecover aus. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, Amari. Und jetzt kommen wir schon zu einer Sache. Ja, ich fange einfach mal an. Wir haben hier jetzt das Steelbook von Solo. Meine Meinung zu dem Film ist wie folgt. Mir hat er eigentlich gar nicht gefallen. Also, ich fand den Film. Von den Effekten, von dem Sound und dem Soundtrack war er wirklich, also auch diese Hintergrund, die Kulissen war alles geil, aber die Story war echt Mist. Die Story war Mist. Also ich habe den jetzt zweimal im Kino gesehen und ich fand den echt nicht toll. Aber das Steelbook musste her wegen Star Wars halt, ne? Ich habe halt alles von Star Wars und dann musste das auch her, aber da kommen wir gleich zu. Ja, wir haben hier auf jeden Fall einen Quarter-Slip-Schuber. Da steht drauf, Solo ist Star Wars Story und FSK 12 Latschen. Komisch ist auch, dass hier jetzt 3D, Blu-ray und Bonus-Disc drin ist, weil eigentlich sind die Star Wars VÖs ja immer so gewesen, dass erst später die 3D-Blu-ray rauskamen, haben sie wohl mal geändert, ja. Hier
Hier hinten dann die Filminformationen von Solo, wer den Film noch nicht gesehen hat. Ich spoilere hier jetzt auch nicht. Unten ERN-Code. Und wenn wir jetzt den Quarter-Slip abnehmen, kommt das wunderschöne Steelbook. Nee, ohne Mist. Also passt wirklich zum Film. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera jetzt so gut rüberkommt. Ich meine, die Vorderseite, das ist mit der Prägung hier, dass der Millennium Falcon hier so ein bisschen in den Rahmen reingeprägt ist, das ist noch ganz cool. Aber wirklich live davor sitzt, ist dieser Druck wirklich so unscharf und pixelig, das geht echt überhaupt nicht. Und es ist auch gar kein Titel drauf. Ich meine, das kennt man ja von Star Wars, die Boxen nicht anders, aber ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Also der Druck ist echt schlecht. Wirklich, wirklich schlecht. Wenn wir uns dazu mal die J-Card jetzt angucken, hier unten, da ist der Druck von dem Schiff hier, was da drauf ist, mit einem Teil, ist sogar besser als auf den Steelbook. Also der Druck von dem Steelbook vorne ist auf jeden Fall richtig schlecht. So, und jetzt kommen wir zur Rückseite. Und da schießt der Steelbook echt einen Vogel ab. Ich meine, das kommt jetzt hier im Video auch nicht so gut rüber. Aber der Druck ist auch mega schlecht. Lauter Pixel und richtig unscharf. Vielleicht gleich mal nochmal einen Vergleich. Moment, da kommen wir gleich zu. Ich packe euch erstmal nochmal das Gesamteindruck hier ins Bild. Mit dem Solo Spine, das ist natürlich wieder ein Vorteil, dass da wirklich steht, Solo ist da auch Story, aber das ist auch sehr unscharf. So, und jetzt gucken wir uns erstmal den Innendruck und die Disc an. So haben wir die Disc, dann hier die 3D Blu-ray und die normale Blu-ray. Und der Innendruck, der ist wirklich krass. Also der Innendruck ist sehr scharf und sieht wirklich sehr gut aus. So, und jetzt kommen wir zum Vergleich. Moment, das kriegen wir vielleicht ein bisschen hin hier. Schaut euch mal jetzt den Chewbacca hier an. Also der Chewbacca, schaut ihr euch den an. Und hier ist derselbe Chewbacca auf der Disc. Und wenn ihr jetzt mal guckt, auf der Disc ist der Chewbacca sogar noch kleiner, aber ist viel schärfer gedruckt als hier auf dem Steelbook. Also da und da. Und das ist derselbe Chewbacca. Und das ist wirklich, also jetzt sieht man den Unterschied, wie schlecht die Qualität dieses Steelbooks ist. Ja, die anderen kann man jetzt hier nicht vergleichen, aber der Chewbacca auf jeden Fall. Ja, also kann ich nicht verstehen. Kann ich einfach nicht verstehen. Ja, legen wir das Steelbook mal schnell hin. Disc packe ich später wieder rein. Hier war dann noch so ein bisschen Werbung drin für Solo. Braucht kein Mensch. Und jetzt kommen wir zum nächsten Fail diese Woche, das ich mir eigentlich gar nicht kaufen wollte. Ich bin halt Deadpool-Fan und habe halt von Deadpool 1 auch hammer viele VÖs. Ich habe auch eine Deadpool-Wand. Ja, und deswegen hier das wirklich absolut hässliche. Vielleicht finden es manche hübsch. Deadpool 2 Steelbook. Ja. Ich kann auch absolut nicht verstehen, warum das bei Amazon komplett ausverkauft ist. Ich meinte, ich habe es ja jetzt auch gekauft, also ich gehöre auch jetzt zu den Idioten, die sozusagen dieses Steelbook gekauft haben, wo sie es hässlich finden. Aber ich gebe es halt zu, ich finde das Steelbook hässlich und habe es trotzdem gekauft. Aber wir gucken uns das Steelbook jetzt erstmal an, vielleicht findet ihr es ja gar nicht so hässlich. So, hier links FSK 16 Flatschen, dann hier 2 Disc enthält den Super Duper Cut, also Deadpool 2 Extended Cut mit 15 Minuten prall gefüllten, also nee, mit 15 prall gefüllten Minuten. Zusätzlich. Das ist schon mal cool, dass im Steelbook beide Versionen drin sind, also der Super Duper Cut und die normale Version. Denn hier auf der Rückseite dann die J-Card mit den Filminformationen. Die J-Card sieht echt geil aus, muss ich zugeben. Die Farbe passt, alles super. Unten dann der ERN-Code. So, nehmen wir die J-Card hier ab. Dann schon den Back-Artwork gesehen, aber kommen wir gleich zu. Dann kommen wir jetzt wirklich mal zu dem Front-Artwork. Also es ist natürlich scharf gedruckt. Es sieht auch, wenn man es jetzt hier ins Licht hält, durch diesen Glanzeffekt, sieht so aus, als wenn es wirklich mit einem Edding gemalt wurde. Ja, aber ist halt Geschmackssache. Ich meine, das soll das darstellen, was am Abspann bei Deadpool kommt, wo halt diese Figürchen, die wurden ja von Deadpool selber gemalt, besonders hier auch dieser Deadpool. Also es ist ein scharfer Druck, es sind gute Farben. Es sieht aus, als wenn es mit einem Edding gemalt wurde. Also das, was sie wollten, damit bezwecken wollten, das haben sie auf jeden Fall erfüllt. Aber mir gefällt es einfach nicht. Ja, es mag dem einen oder anderen gefallen, aber mir halt nicht. So, wenn wir uns jetzt hier die Rückseite angucken, ist das denn genauso. Da ist dann auch hier das so, als wenn das mit einem Edding gemalt ist, durch diesen Glanzeffekt. Ja. Und unten steht dann hier noch eine Unterschrift. Das ist denn der Künstler, der diese Bilder gemalt hat. Wahrscheinlich ein 12-Jähriger oder sowas. Naja, so, packen wir das Ganze mal hier auf den Gesamteindruck. Ging ganz schön schwer auf. So sieht das im Gesamteindruck aus. Also ich muss zugeben, die Vorder- und Rückseite passt ja optisch zusammen und das Bein auch. Also es ist alles im gleichen Stil, aber es macht das Steelbook für mich trotzdem nicht besser. Wie gesagt, ihr könnt ja in die Kommentare mal eure Meinung zu dem Steelbook schreiben. So, dann kommen wir jetzt hier, was ist das hier? Männerabend, auch hier so ein bisschen Werbung. Und innen drinnen wird dann dieser Style auch fortgeführt. Wir sehen hier schon wieder so einen Deadpool, so einen gezeichneten. Innen ist es gar nicht so schlimm, finde ich. So, dann haben wir hier die Disc. Da wird das Design auch fortgeführt. Oben.
Und dann hier die zweite Disc. Komm her. Da wird es auch fortgeführt. Ja, und da fährt dann die Frau, die Blinde, da mit dem Roller. Und innen drin ist das Design okay. Da kann man es machen, aber so als Hauptdesign dieses Gezeichnete zu nehmen, ich weiß nicht, was den Designern da immer so durch den Kopf geht, wenn die so Steelbooks entwickeln. Ja, aber ich kann jetzt auch nicht so viel meckern, weil ich habe es ja schließlich gekauft. Ja. So, jetzt kommen wir aber dahingegen zu einer Edition, die wirklich geil ist. Also hier, das ist der Deadpool 2 Mediabook. Das habe ich mir auch gekauft. Weil, wie gesagt, der Deadpool-Fan und so. Und diese Version ist echt geil. Also das Frontartwork gefällt mir sehr gut, weil das ganze Mediabook auch so einen gezeichneten Stil vertritt. Jetzt guckt euch das an. Hier ist zwar auch ein gezeichneter Stil, aber nicht so hübsch wie halt hier. Also das gefällt mir gut. Hier, wie er hier dieses iPhone mit den kleinen Deadpool-Zeichen drin hat. Also auch alles schön darauf abgestimmt. Hier unten dann noch dieses Logo. Und das sieht wirklich gut aus. Hier auf der Rückseite haben wir dann Deadpool und die Informationen und so. Alles in diesem Buchstil. Unten der ERN-Code. Das ist hier so ein Infoblatt, das kann man hier rausnehmen. Also da vorne war dann auch noch hier dieser Aufkleber drauf. Super duper Cut. Und hier haben wir sogar drei Discs drin, weil da noch DVD dabei. Ja, vorne Seite. Dann hier die Rückseite. Das sieht wirklich sehr schick aus. Auch so ein bisschen alles auf alt gemacht. Also das ist jetzt nicht, weil ich dreckige Finger habe. Das ist halt so gemacht. Und wenn wir das Ganze aufklappen, sieht das denn so aus. Man kann auch sehr gut Deadpool 2 lesen. Also das sieht ein bisschen richtig geil aus. Nicht ein bisschen, sondern richtig geil. So, die Discs sind genauso wie bei dem Steelbook. Und der Hintergrund, die obere Disc nehme ich jetzt nicht aus. Die ist denn so in diesem Design wie so eine alte Tapete. Und hier alleine schon die erste Seite. Aus der Bibliothek gestohlen von... Da könnte man dann rein theoretisch seinen Namen mit reinschreiben. Und das sieht wirklich auch geil aus. Ist auch lustig gemacht. So, dann gehen wir gleich zur Rückseite. Da ist denn die... Was ist das jetzt? Das ist die Blu-ray-Disc. Das ist der Super-Duper-Cut. Achso, jetzt habe ich euch gar nicht das hier vorne gezeigt. Da muss ich doch mal rausnehmen, weil auf der DVD steht nämlich noch ein geiler Spruch drauf. Hier steht nämlich Hashtag Better Than VHS. Also insgesamt ist das wirklich sehr durchdacht und das sieht auch sehr geil aus. So, jetzt blättern wir das ein bisschen durch. Jetzt kommen wir zum ersten Nachteil. Das ist ein sehr schwer zu blätterndes Booklet. Hier stehen gute Texte drin, nochmal das Bild von der Vorderseite. Und dann insgesamt wird hier der Film in Zeichenstil gezeigt. Also spoilert jetzt. Also wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, der spult ein bisschen vor. Auf jeden Fall geil gemacht. Schön Zeichenstil. Alles so im selben Design. Man hätte vielleicht jetzt noch so mit Kinderschrift die Schrift zeichnen können und nicht jetzt hier mit normalen Schriftart halt. Aber was will man mehr? Das sieht wirklich geil aus. Also das war wirklich eine gelungene VÖ zu diesem Film. Das Mediabook. Und ich glaube, es ist leider auch schon restlos ausverkauft. Ende. Einen dritten machen die garantiert nicht. Ja, bestimmt nicht. Alles klar. Ja, das war jetzt das Mediabook zu Deadpool 2. Und ihr könnt mir ja wirklich in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt persönlich besser findet. Ob ihr das Mediabook gut findet oder das Steelbook. Das würde mich wirklich interessieren. So, und als letztes ist ins Haus geflattert The Punisher. Das erste Mal im Extended Cut in Deutsch. Hier die Rückseite, da steht doch nochmal drauf. Extended Cut komplett in Deutsch. Und dazu habe ich ein Einzelvideo gemacht. Der Link zu dem Video ist unten in der Videobeschreibung. Ja, das war es jetzt schon mit meinem Wochenupdate. Und wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben hier, der Pool, welche Version euch am besten gefällt und überhaupt irgendwas, was euch so einfällt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao.